Früh hat man in Griechenland in der direkten Demokratie der Stadtstaaten entdeckt, dass die bloße Argumentation durchaus nicht ausreicht, bei Prozessen erwünschte Urteile zu erlangen, bei politischen Entscheidungen die eigene Meinung durchzusetzen. Und man erkannte, dass nur Abweichungen von der rein sachlichen, Bedürfnissen genügenden Sprache ihre Wirkung in der gewünschten Richtung verstärkte. Insofern sind alle Mittel der auf Wirkung bedachten Sprache immer auch als Verstöße, als Fehler anzusehen. Von diesen unterscheidet sie letzten Endes nur die unterstellte Absicht. Das kann man messen und zählen. Das hängt sehr von der Auffassungsgabe des Empfängers ab. Das verändert sich erheblich je nach Zeit, Ort und Gelegenheit. Vor allem beschäftigt die Schulen, die sich schon in der Antike darum kümmern, die Frage, wie die Rhetorik moralisch-ethisch einzuschätzen ist. Fast alle leiden darunter, dass die rhetorischen Mittel wirken, gleich ob das Ziel akzeptabel ist. Cicero und in seiner Nachfolge fast alle maßgebenden Lehrer der Rhetorik fordern, dass der Redner ein vir bonus, ein guter Mensch sein solle. Aber das hat nichts mit seinen rhetorischen Fähigkeiten zu tun. Joseph Goebbels ist nur ein eklatantes Beispiel. Und es bleibt auch festzustellen, dass ähnlich wie man nicht kommunizieren kann, auch der Verzicht auf Rhetorik schon wieder rhetorisch ist. Gemeint ist das Leben in Schule und Wirklichkeit. Erinnert wird an Bilder wie diese. Ohne es sich bewusst zu machen, hat man im Hinterkopf die Vorstellung von einer ursprünglichen, natürlichen, idealen Einheit, erlebt den Spalt sofort als störend und negativ. Die Alltagssprache ist voll von solchen verblassten Metaphern. Die Erläuterung macht etwas Vorhandenes laut. Die Erklärung macht etwas Unklares, Dunkles klar. Die parallele Anordnung von Satzgliedern vermittelt immer den Eindruck, dass etwas nach den gleichen Regeln verläuft, einander entspricht, in Ordnung ist.
Schule und Wirklichkeit klaffen immer mehr auseinander. Die Schule vermittelt Allgemeinbildung. Die heutige Welt ist durch eine auf Ideale ausgerichtete Allgemeinbildung nicht mehr zu bewältigen. Die Welt fordert heute umfangreiches Fachwissen. Die Schule muss sich auf diese Situation einstellen und Fachwissen lehren. Auch im Alltag verhalten wir uns rhetorisch, wenn auch meist unbewusst, aber nicht ohne Wirkung. Da man sich seit Jahrtausenden mit Rhetorik beschäftigt, liegen natürlich viele Erkenntnisse vor, die zu langen Listen geführt haben, in denen die Mittel von auf Wirkung abzielendem Sprechen mit eigenen Begriffen bezeichnet werden. Leicht gerät aber die Orientierung an solchen Listen zur bloßen Fleißarbeit, leicht gerät die Aufmerksamkeit auf die Wirkung in Vergessenheit, leicht wird auch die Abhängigkeit von der jeweiligen Hörerschaft außer Acht gelassen. Ist ja alles gut und schön, was man so in der Schule gelernt hat, und alles ist bestimmt auch irgendwo wichtig. Der Sprecher neigt bescheiden sein Haupt vor dem Zuhörer, um dessen Wohlwollen zu erreichen. Deshalb räumt er ein, dass dieser keine falsche Meinung vertritt. Die ausdrückliche Betroffenheit wirbt um Empathie und Verständnis. Selbst die grammatisch notwendigen Satzglieder fehlen. Die Aussage ist auf ihren Kern reduziert. Natürlich ist das eine Übertreibung. Immer trennt die Formulierung dieses wahre Leben vom Wirklichen, das abgewertet wurde, bis hin zur Täuschung. Die Formulierung, nahezu sprichwörtlich, stammt aus der Philosophie und der christlichen Tradition, wo das wahre Leben nach dem Tode in Anschauung Gottes ewig währt. Als im 19. Jahrhundert die religiöse Sicherheit schwand, verlagerte sich das Verständnis in die Kunst. Dort fand man den Zugang zum Metaphysischen. Aber zunehmend erhielt die Vorstellung etwas vom Eiffelbeinturm, das Bürgertum machte das wirkliche Leben zum wahren Leben. Und so wurde aus dem poetischen Realismus, der noch an eine Wahrheit hinter der Wirklichkeit glaubte, immer mehr der Naturalismus. Aber nicht ohne Wirkung. Schon Hegel hat gesagt, dass Allgemeinbildung nicht mehr unmöglich ist. Und wenn wir uns mit offenen Augen umschauen, sehen wir es doch überall bestätigt.
Wir brauchen die spezialisierten, hochqualifizierten Fachkräfte in Wirtschaft, Wissenschaft, kurz der ganzen Welt.